Hallöckes zu einem neuen Gripscoach TV Video. Ich freue mich wieder wie ein kleines Schnitzel, dass ihr zuschaut. Und wenn ich so weitermache mit der Schnitzelfreuerei, dann werde ich noch der King auf Schnitzel. Also, ach ja, dieses Video hat sich Dammler gewünscht. Also das Thema Betriebsabrechnungsbogen hat sich Dammler gewünscht. Und Dammler hat mir eine sehr, 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 sehr nette E-Mail geschrieben. Und hatte auch geschildert, dass sie mit dem Betriebsabrechnungsbogen überhaupt nicht klarkommt und mich hier um Hilfe bittet. Und sie hat nächste Woche Prüfung, viele von euch ja auch. Und deswegen hier jetzt das Video. Und ganz zum Schluss habe ich mir was ganz Spezielles für euch einfallen lassen. Seid gespannt und haltet durch. Dieses Video wird etwas länger als alle anderen. So, zunächst ein Exkurs der Fachbegriffe, denn diese müssen wir verstehen, um den restlichen Kladderadatsch auch checken zu können. So, was sind eigentlich Gemeinkosten? Gemeinkosten sind Kosten, die keinem Kostenträger zugeordnet werden können. Zum Beispiel allgemeine Verwaltungskosten. Fallbeispiel, stellt euch vor, ihr seid Lohnbuchhalter und ihr sitzt in der Lohnbuchhaltung in einem Industriebetrieb und auf diesem Gelände, also in diesem Industriebetrieb gibt es sehr, sehr viele Fertigungshallen. Aber ihr seid zentral für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zuständig. Das bedeutet, ihr macht nicht nur die Löhne und Gehälter für eine bestimmte Fertigungshalle, für eine bestimmte Kostenstelle, sondern für den gesamten Betrieb. Und deswegen kann man eure Personalkosten nicht genau einer Kostenstelle oder einem Kostenträger oder sonstiges zuordnen. Und deswegen gehören dann auch diese Personalkosten zu den allgemeinen Verwaltungskosten. Und mit gemein ist nicht böse gemeint, sondern gemeinsame Kosten, weil die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können oder keinem einzelnen Kostenträger. Kostenträger bedeutet, wofür sind Kosten entstanden? Zum Beispiel Automarke TÜV oder Smartphone-Marke Quatschi etc. Das heißt, wofür kann ein Produkt sein, zum Beispiel die Automarke TÜV. Und dann stellt man sich vor, welche Kosten sind dann für dieses Produkt entstanden. Beispiel, hört euch dieses Auto vor, Marke TÜV, wie es da auf dem Fließband steht. Und macht einfach mal alle Türen des Autos auf und quetscht da alle Kosten rein, die für dieses Auto entstanden sind. Und dann habt ihr den Kostenträger, dieses Auto ist dann der Kostenträger. Und was da drin ist in dem Auto, sind dann die Kosten, die für diesen Kostenträger, in dem Falle Automarke TÜV, entstanden sind. Kostenstelle ist eine Stelle gemeint. Stelle ist also ein Ort. Wir sprechen hier von einer räumlichen oder einer organisatorischen Zuordnung von Kosten. Wir fragen also, wo sind die Kosten entstanden? Zum Beispiel Abteilung A, Werk B oder Niederlassung C. Kostenart. Welche Art von Kosten sind entstanden? Wir fragen also, für was wurde Geld ausgegeben? Zum Beispiel für Material, da kann man unterteilen in Plastik, Stahl, Gummi zum Beispiel, Schmierstoffe zum Beispiel, Personal etc. pp. Also für was genau wurde Geld ausgegeben? Hier mal so eine kleine Metapher, die kleine Geschichte vom Esel IA für ein großes Aha. Da müsst ihr euch das Video angucken, um das euch reinzuziehen. In der Map passt diese Geschichte nicht. Stellt euch vor, es war einmal ein Esel IA und dem gehörte ein, nee, nicht dem, dem Bauer, es gab einen Bauern und der hatte einen Esel, der hieß IA. Und dieser Bauer ist mit diesem Esel jeden Tag zum Markt galoppiert, um da seine Waren zu verkaufen. Und der Esel hat als Kostenträger die Waren getragen. Also ist der Esel der Kostenträger, er trägt die Waren, bringt diese zum Markt. Und weil der Esel hin und wieder mal was zu futtern braucht, gibt der Bauer Geld aus fürs Futter. Also für was? Also sind die Möhren, in dem Fall die Kostenart, Futter gleich Möhren. Für was wurde Geld ausgegeben? Möhren für Futter.
für den Kostenträger, für den Esel, also wofür wurde Geld ausgegeben, und Kostenstelle ist, wo wurde Geld ausgegeben. Und was fällt euch da ein, wenn ihr an einen Esel denkt? An den Stall. Und da der Esel sich den Stall teilt mit dem Schweinchen Dick, mit der Kuh Mu und mit dem Ochsen Fred, kann man also nicht genau sagen, nur für den Esel sind diese Stallkosten entstanden, sondern das sind dann Gemeinkosten, weil keine Einzelkosten, weil sich diese Kosten der Kostenstelle gleich Stall nicht exakt auf den Esel konzentrieren. Also, Kostenträger ist der Esel, der Stall ist die Kostenstelle und die Möhren sind die Kostenart. So, damit haben wir diesen Exkurs beendet und können uns jetzt dem BAB zuwenden. Wer von euch kann mir sagen, was der BAB ganz genau ist? Ich bin ein Freund der kurzen Worte und der einfachen Erklärung, deswegen ganz kurz und knackig: Der BAB ist die Verteilung der Gemeinkosten auf Kostenstellen. Ende aus Mickey Maus. Das war's schon. Noch ein paar Zusatzinfos dazu. Die Gemeinkosten kommen aus der Kostenartenrechnung. Was das ist, wissen wir ja. Also Art, Kostenart haben wir hier gehabt, nicht wahr? So, und die Verteilung erfolgt entweder direkt oder indirekt über Verteilungsschlüssel. Einzelkosten lassen sich einem Produkt exakt zuordnen. Gemeinkosten nicht. Beispiel für Einzelkosten sind zum Beispiel die Handelswaren selbst. Stellt euch vor, ihr seid Unternehmer und ihr führt einen Handelsbetrieb, also ihr kauft ein und verkauft, er fertigt nichts. Ihr verkauft Kugelschreiber. Im Einkauf kosten die Kugelschreiber 50 Cent und im Verkauf 3 Euro. Ihr wisst also ganz genau, ihr gebt für diesen Kugelschreiber 50 Cent aus. Also lassen sich diese Einzelkosten exakt diesem Produkt Kugelschreiber zuordnen. Beispiel für Gemeinkosten: Gehälter. Hatten wir hier drüben bei allgemeine Personalkosten, wenn es darum geht, es gibt eine Lohn- und Gehaltsabrechnung, also eine Abteilung mit Lohn- und Gehaltsbuchhaltern, die aber für den gesamten Betrieb die Lohn- und Gehaltsabrechnung erstellt. Dann sind es Gemeinkosten, weil sie sich keiner ganz bestimmten Kostenstelle oder Kostenträger oder sonstiges zuordnen lassen. Deswegen müssen die ja verteilt werden. So, wo sind wir jetzt hier? Die Art der Einzelkosten und Gemeinkosten unterscheiden sich in Industrie- und Handelsbetrieben. Zum Beispiel gibt es in Handelsbetrieben keine Fertigungskosten. Vom Grundprinzip ist beides gleich. Beide Betriebsarten, also Industrie- oder Handelsbetrieb, haben Betriebsabrechnungsbögen, um die Gemeinkosten auf die Kostenstellen verteilen zu können. Aber es gibt zum Beispiel im Handelsbetrieb keine Fertigungskosten. Aber vom Prinzip ist es gleich, deswegen ist auch für alle hier dieses Video sehr interessant und ja, hoffentlich auch nützlich. So, wir machen weiter. Der BAB ist ein Hilfsmittel für die Umlage der Gemeinkosten auf die Kostenstellen. Die Verteilung über Verteilungsschlüssel müssen verursachungsgerecht sein. Das ist ganz wichtig hier. Zum Beispiel nach Fläche oder Mitarbeiterzahl. So, was meine ich damit? Beispiel, wir haben einen Betrieb mit einer Gesamtfläche von, ich sag mal, 1000 Quadratmeter. Und wir sagen mal ganz einfach, wir haben nur zwei Abteilungen. Teamleiter 1 hat ein Team, was auf 300 Quadratmetern sitzt. Und Abteilungsleiter 2 hat ein Team, was auf 700 Quadratmeter sitzt. Da wäre es ungerecht, wenn der Teamleiter die Gemeinkosten genauso hoch, also Gemeinkosten haben wir ein Ganzes und die beiden Teamleiter teilen sich die Gemeinkosten. 50 zu 50 ist aber ungerecht, denn derjenige, der nur 300 Quadratmeter besitzt mit seinen Mitarbeitern, müsste dann viel mehr bezahlen im Verhältnis als der mit 700 Quadratmeter. Und deswegen wird dann derjenige, der jetzt viel bezahlt, dann zum Chef gehen und sagen: Pass mal auf, was ist das denn hier? Das ist total ungerecht. Ich habe viel weniger Fläche. Der Kollege Busemuckel zahlt das Gleiche für viel mehr Fläche, finde ich nicht in Ordnung. Also es ist nicht verursachungsgerecht.
Das Gleiche kann man auch dann machen mit Mitarbeiteranzahl. Wenn man sagt, das wäre fairer, dass man sagt, die Abteilungen, die mehr Mitarbeiter haben, verursachen in der Regel auch einen höheren Umsatz oder auch mehr Kosten. Mehr Kosten, noch genauer, wesentlich mehr Kosten. Die gehen öfter auf die Toilette zum Beispiel, halten mehr Sitzungen und demzufolge betätigen die auch öfter die Klospülung. Also wäre es nur fair, dass die Abteilung oder die Kostenstellen, sage ich mal, um das noch genauer zu differenzieren, die mehr Mitarbeiter haben, auch natürlich mehr übernehmen von den Gemeinkosten als die Abteilungen, die weniger Mitarbeiter haben. Das nennt man dann verursachungsgerecht. Eine direkte Zuordnung ist möglich, also direkte Gemeinkosten, das gibt es. Zum Beispiel der Stromverbrauch mittels Stromzähler. Stellt euch vor, wir haben eine Fertigungshalle, die Automarke TÜV herstellt. Und zwar nur die Automarke TÜV. Und die hat einen Stromzähler in der Fertigungshalle. Also können wir ganz genau messen, weil ja nur dieser eine Kostenträger erstellt wird oder hergestellt wird, die Automarke TÜV, können wir genau sagen, auf diesen Kostenträger sind die Stromkosten entstanden. Also kann man das direkt zuordnen. Ist das nicht der Fall, gibt es keinen Stromzähler, dann müssen diese Stromkosten verteilt werden. So, mal ein kurzes Schlückchen von meinem Käffchen nehmen. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Moment. Der ist lecker. Lecker, lecker. So, weiter geht's. Ein- und mehrstufig. Ja, der BRB kann ein- und mehrstufig erfolgen. Einstufig bedeutet, die Gemeinkosten werden nur auf die Hauptkostenstellen verteilt. Zum Beispiel die Fertigung, also nur die eine. Mehrstufig ist öfter anzutreffen, weil je mehrstufiger, desto genauer kann man sagen, für was genau Kosten entstanden sind. Und mehrstufig bedeutet, die Gemeinkosten werden auf mehreren Kostenstellen verteilt. Also, da haben wir einmal die Hauptkostenstelle, wie zum Beispiel Fertigungsabteilung. Dann haben wir die allgemeine Kostenstelle, wie zum Beispiel Werksfeuerwehr. Und wir haben die Hilfskostenstelle, wie zum Beispiel die Reparaturabteilung. So, Beispiel. Fertigungsabteilung haben wir hier. Automarke TÜV. Da wird nur die Automarke TÜV hergestellt, also gefertigt. Dann haben wir die Werksfeuerwehr, die allgemein ist, weil ja die Werksfeuerwehr nicht nur eventuelle Brände in dieser Fertigungshalle Automarke TÜV löscht und die löscht, sondern auch in allen anderen Fertigungshallen, also allgemein für alle. Deswegen muss das entsprechend verteilt werden. Hilfskostenstelle ist als Beispiel eine Reparaturabteilung. Fallbeispiel in dieser Fertigungshalle Automarke TÜV. Geht eine Maschine kaputt. Oh Gott, Hilfe. Die muss repariert werden. Die Fixkosten laufen ja auch weiter. Also her mit dem kleinen Bob, der Baumeister, Helferlein. Die kommen dann von der Reparaturabteilung in die Fertigungsabteilung und repariert diese Maschine. Und diese Kosten müssen auch entsprechend verteilt werden. Also eine Hilfskostenstelle, die helfen also einer anderen Abteilung und hier kann man dann ganz genau, wenn man es aufteilt, sagen, wie viel jetzt hier an Reparaturkosten entstanden sind. So, und jetzt haben wir diesen theoretischen Kladderadatsch mal durchgenudelt und können uns jetzt ein praktisches Beispiel vor die Brust nehmen. Daimler hat mir da eine Prüfungsaufgabe geschickt, die ich etwas abwandle, um das Copyright-Recht nicht zu verletzen. Also, ihr könnt das hier kurz lesen, es ist nur exklusiv im Video zu sehen, denn in der Malpe passt das beim besten Willen nicht. Das werdet ihr gleich sehen, es ist schon sehr, sehr umfangreich. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen einfach mal mit dieser originalen Prüfungsaufgabe. Da-da-da! Wir haben folgende Ausgangssituation. Oh je, die Wasserkosten für das hausinterne Schwimmbad der Gripskutsch TV AG sind aufgrund höherer Wasserpreise gestiegen. Und dabei drehen die fleißigen Mitarbeiter so gerne ihre Runden, statt zu arbeiten. So geht's natürlich nicht. Und jetzt machen auch noch die Teamleiter Randale. Immer dieses Personal. Sie finden die Aufteilung der Gemeinkosten per Flächenschlüssel nicht verursachungsgemäß. Da hatten wir ja gerade eben gehabt, was das ist. Und fordern einen Personenschlüssel, weil das gerechter finden. Deshalb hat der Gripskutsch beschlossen, also ich, den Häuptlingen entgegenzukommen. Denn er braucht seine Häuptlinge ja, um die Truppe zu führen. Er kann ja nicht alles alleine machen. Ist ja auch nur ein Mensch. So, und stell dir einfach mal vor, du bist der Gripskutsch und zahlst des Gripskutschs rechte Hand und er beauftragt dich mit der Berechnung.
So, das ist die Ausgangssituation. Das geht ja selber wie in der Originalprüfung, so sieht es ja immer aus. So, jetzt haben wir Folgendes hier. Anlage 1, Verteilungsschlüssel für Wasserkosten, betrieblicher Mitarbeiterpool. Also da, wo die Mitarbeiter Planschi-Planschi machen. Da haben wir hier eine Gesamtfläche des gesamten Betriebs von 1000 Quadratmeter. Die Produktion ist 500 Quadratmeter groß, Verwaltung 200 und Vertrieb 300 Quadratmeter. Ja, das hier zusammen ergibt 1000. Das ist die Gesamtfläche. Personenschlüssel, das ist neu. Das wollen wir dann zum Schluss berechnen, weil das halt gerechter ist den Häuptlingen. So, ich beschäftige mittlerweile oder insgesamt 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also nicht nur Mädels, auch Jungs. Und darauf entfallen auf die Produktion 50 Köpfe, auf die Verwaltung 15 Köpfe, auch im Fachjargon Heads genannt, und im Vertrieb 35 Köpfe. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt, das habe ich für euch schon vorbereitet hier, wir gehen das jetzt der Reihe nach durch. Anlage 2, Gemeinkostenaufstellung slash Verteilung BAB alt. Da haben wir sonstige Gemeinkosten insgesamt 1 Million Euro. Das sind die Gesamtkosten, die hier auf die Kostenart sonstige Gemeinkosten entfallen. Dann Wasserkosten per Flächenschlüssel haben wir 10.000 Euro und Summe stellen Gemeinkosten haben wir 1 Million Euro. Das heißt, das sind die gesamten Gemeinkosten, die entstanden sind. Diese hier. So, wie machen wir das jetzt? Erstmal ermitteln wir den Multiplikator und dazu nehmen wir die Rechnung Gesamtkosten je Kostenart durch Verteilungsschlüssel. Das heißt, wir teilen diese Kosten hier, 1 Million Euro, 10.000 Euro und 1 Million Euro, durch die 1000 Quadratmeter. Das heißt, 1 Million durch 1000 Quadratmeter gleich 1000 Euro. Ja? Der Betrag durch diesen, also das Quadratmeter könnt ihr euch wegdenken, ist einfacher dann 1 Million durch 1000 gleich 1000. Das ist das der Multiplikator. Jetzt brauchen wir den Multiplikator der Wasserkosten. Also 10.000 Euro durch 1000 gleich 10 Euro. Jetzt der Multiplikator für die Stellengemeinkosten. 1 Million Euro durch 1000 gleich 1000 Euro. Also haben wir diese drei Multiplikatoren, 1000, 10 und 1000. Jetzt verteilen wir diese auf die Kostenstellen. Wir fangen an mit sonstigen Gemeinkosten. Wir nehmen den Multiplikator, das ist hier die 1000. Hier haben wir sie auch. 1000 mal 500 Quadratmeter, das ist ja hier. 500 Quadratmeter gleich 500.000 Euro. 1000 mal 200 Quadratmeter, die haben wir ja hier, gleich 200.000 Euro. Und schwupps, da habe ich es auch reingeschrieben. Ne? Hier 500.000, 200.000. Dann 1000 Euro mal 300 Quadratmeter. Haben wir hier, also diese 1000. 1000 mal 300 Quadratmeter gleich 300.000 Euro. Und das gleiche machen wir auch mit den Wasserkosten. Also die 10, die haben wir ja hier berechnet. Die 10 Euro sind der Multiplikator. Also 10 Euro mal 500, also diese hier Produktion, gleich 5.000 Euro. Hier habe ich sie reingeschrieben. Dann 10 Euro mal 200 Quadratmeter gleich 2.000 Euro habe ich hier reingeschrieben. Und so geht das hier weiter. Das habt ihr hoffentlich verstanden. Also wirklich super, super easy. Und das hoffe ich jedenfalls, dass das super, super easy ist. Und jetzt möchte ich von euch, dass ihr das mal berechnet mit Anlage 3, Gemeinkostenaufstellung slash Verteilung BAB 9. Und zwar möchte ich, dass ihr jetzt den Personenschlüssel nehmt. Hier, Personenschlüssel neu, haben wir ja 100 Mitarbeiter. Die Zahlen sind hier gleich, die Gesamtkosten völlig klar. Und jetzt möchte ich, dass er die mit dem Personenschlüssel selbst mal neu verteilt. Ich warte mal kurz. Maestro, Musik bitte. Oder er drückt einfach mal die Pause-Taste, da kann ich mir die Musik auch ein bisschen sparen. So, ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden.
fertig und jetzt können wir mal gemeinsam vergleichen, ob das, was ihr berechnet habt, korrekt ist. Da, 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 da. So, es ist genau das gleiche Prinzip, wie wir gerade eben zusammen gerechnet haben, hier mit diesen Flächenschlüssel. Wir nehmen jetzt den Personenschlüssel. Also, zunächst einmal Schritt 1 ist immer die Ermittlung des Multiplikatoren. Dann nimmt ihr die Gesamtkosten, die Kostenart und teilt die durch den Verteilungsschlüssel. Das heißt, hier 1 Million Euro haben wir hier, geteilt durch 100 Mitarbeiter, hier. Na, weil ich beschäftige insgesamt 100 Mitarbeiter, das ist der natürlich nicht in Wirklichkeit, das ist völlig klar, ist ja nur ein Beispiel. Und jetzt hat also die 1 Million Euro, die haben wir hier durch die 100, habe dann 10.000 Euro, das ist der Multiplikator. Dann 10.000 Euro durch 100 gleich 100 Euro. Dann habt ihr den Multiplikator für die Wasserkosten. Jetzt brauchen wir noch den Multiplikator für die Stellengemeinkosten. Das heißt 1 Million Euro durch 100 Mitarbeiter gleich 10.000 Euro. 1 Million durch 100 Mitarbeiter gleich 10.000 Euro. Jetzt haben wir alle drei Multiplikatoren. 1, 2, 3. Nochmal ein Stückchen Kaffee nehmen, bevor er kalt wird. Moment bitte. Lecker. So, und jetzt verteilen wir das Ganze auf die jeweiligen Kostenstellen. Darum geht es ja in der Betriebsabrechnung. Ne? Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen. Wir fangen an mit den sonstigen Gemeinkosten. Multiplikator, also die 10.000 Euro, die haben wir hier berechnet, mal 50 Mitarbeiter. Warum? Weil in der Produktion 50 Mitarbeiter beschäftigt sind. Also 10.000 Euro, das ist der Multiplikator, mal 50 Mitarbeiter, gleich 500.000 Euro. Also habe ich hier die 500.000 Euro eingetragen. Dann rechnen wir 10.000 Euro mal 15 Mitarbeiter. Warum? Weil hier in der Verwaltung ja 15 Mitarbeiter beschäftigt sind. Also kommen wir auf 150.000 Euro hier. 10.000 Euro mal 15 Mitarbeiter gleich 150.000 Euro hier. Das sind 150.000 Euro und die habe ich dann hier eingetragen. Da sind sie. Dann 10.000 Euro Multiplikator mal 35 Mitarbeiter, weil im Vertrieb ja 35 Mitarbeiter sitzen und auch hoffentlich arbeiten, wenn sie nicht gerade schwimmen. Und 10.000 mal 35, könnt ihr im Kopf rechnen, sind 350.000 Euro und die habe ich hier eingetragen. Es müsste klar sein, also die Münze müsste jetzt geklickert haben bei euch. Wir machen nochmal kurz Wasserkosten zusammen. 100 haben wir ja hier. Mal 15 Mitarbeiter, 100 Euro ist der Multiplikator, mal 15 Mitarbeiter, 50, Quatsch, wir waren mit der Produktion, also 100 Euro ist der Multiplikator mal 50 Mitarbeiter, weil in der Produktion ja 50 arbeiten, hier haben wir es, also 100 mal 50 gleich 5.000, hier 5.000 und die habe ich dann hier eingetragen, fertig, das war's schon. Das ist der Betriebsabrechnungsbogen, die Verteilung der Gemeinkosten auf die jeweiligen Kostenstellen. Die haben wir ja hier, Kostenstelle, Produktion, Verwaltung, Vertrieb, Ende aus Mickey Mouse. Also ich hoffe wirklich, ihr habt das jetzt verstanden aufgrund dieses wirklich sehr, sehr einfachen Beispiels. Wenn noch irgendetwas unklar sein sollte, fragt mich, schreibt mir nette E-Mails, nette Kommentare, dann werde ich gucken, ob ich das dann noch deutlicher rüberbringen kann. Ich wüsste zwar nicht wie, aber ich werde mich redlich bemühen und ja, ich freue mich bereits auf das neue Video mit euch. Martin hat mir hier eine dringende E-Mail geschrieben, deswegen möchte ich das Thema ganz gerne vorziehen. Es geht hier um Unternehmenskooperationen und das wird dann das nächste Video sein. Und ich hoffe, Martin freut sich darüber. Der hat nämlich auch nächste Woche Prüfung. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg und verbleibe mit den besten Grüßen und den besten Wünschen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Tschö, küss.